Also ich denke, viele Leute kennen ja die Geschichte vom Dornbusch. Und da geht es eben darum, dass der Mose einen Dornbusch sieht, einen brennenden Dornbusch. Und er geht dorthin und hört die Stimme von Gott und betet ihn an und gibt sich da völlig hin. Und hat einen Auftrag bekommen von Gott, dass er das Volk aus Israel befreien soll. Mit unserem Tanz wollen wir zeigen, dass man den alltäglichen, also den Dornbusch auch heutzutage noch erleben kann. Mit unserem Tanz wollen wir, das ist eine Art Anbetungstanz, wollen wir eben zeigen, wie man sich Gott hingibt. Und danach kommen unsere kleinen Kinder, die zeigen dann, die symbolisieren sozusagen das Volk Israel, das sich freut, dass dann endlich aus Ägypten befreit worden ist. Wenn wir also vorher eher wilde und bewegte Tänze gesehen haben, sind wir jetzt eher ein meditativer, wenn ich das verstehe. Genau, vorerst mal. Dann freuen wir uns auf die Jugend- und Kindergruppe der katholischen vietnamesischen Gemeinde. Viel Vergnügen und einen Vorschussapplaus.